So, jetzt weg. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit mir, den Tobi, mit den Seleukiden, und ich spiele natürlich nicht alleine. Der Jakob ist mit den Spartanern dabei. Richtig. Ja, grüß richtig. euch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Genau, ich bin ja, dran. Ja, du bist dran. Genau. Genau. Letztes Mal haben wir Gerha. Das, hey, dieses Mal haben wir es echt geschafft, oder? Die ja, Anmoderation. Relativ, ja, war ja, nicht ganz schlecht. Also, ja, wir haben es zumindest geschafft, den Spieltitel richtig zu sagen. Danke, zur danke. Abwechslung mal. Ja, auf jeden Fall. Ja, gut. Genau. Gut. Ja. Genau, wir haben letztes Mal Gerha angegriffen und übernommen. Dank Jakob haben wir eigentlich mehr als 50% verloren von beiden Armeen. Ich grinse gerade. Ja, man hört das. Gut. Man hört, dass du grinst. Ja. Gerher, also das Volk, hat Yathrib eingenommen. Und da ist gerade, genau, und da ist gerade Persien da. Das gefällt mir nicht. Also Persien sind ja unser Klientel. Und ich. Ah, jetzt verstehe ich. Du schickst also nicht die Hansel von drüben, sondern Persien zu mir. Was? Nee, nee, Persien ist nicht bei dir. Nee, aber weil historisch und so gesehen. Ach so, ah, hey, das wäre gar nicht so schlecht. Warte mal, kann ich den. Nee, aber der hat nur noch zwei kleine Dörfchen da, also. Der wird wahrscheinlich alles andere als jetzt Richtung Sparta marschieren. Ach, wo? Ah, warte, wir haben einen Dude bekommen, der. Warte, die pure Lust am Leben. Okay. In das seiner. Natürlich schon ziemlich ja, verführerisch. Warte, ja, ich muss erotisch sagen. In okay. seiner Sucht. Nein, in seiner Sucht nach Lust und Genuss denkt unser Volk nur an die Freude des Lebens und vergisst den Göttern den nötigen Respekt zu zollen. Schlechtes Omen. Warte, schlechtes Omen sorgt im Volk dieser Provinz für Unruhe. -4 öffentliche Ordnung. Aber wenn das die ganze Zeit Lust und Genuss hat, wieso ist es dann -4 öffentliche Ordnung? Naja, okay. Also, ich könnte Sanktionen machen, eine Hekatombe opfern. Was ist das? Alter, ein Festmahl zu Ehren der Götter wird ihre Gunst sichern. Gunst sichern. Wir müssen für 100 Bullen opfern. Warum 100 Bullen opfern? Das ist so. Okay, Sanktionen. Wir können nicht zulassen, dass das Volk weiter so verfährt. Es ist nur eine Frage der Zeit, ehe die Götter ihren Unmut zeigen. Also ich finde das mit den 100 Bullenopfern und Festmahl ziemlich gut. Also ich... Also... Ja, ein Mach Festmahl die Laune zu Ehren, vom ja. Volk nicht kaputt und gleichzeitig ist es noch zu Ehren der Götter die ganze Freude, weißt du? Also irgendwie, ich okay, finde das klingt ziemlich dann genial. Opfern mal die ganzen Bullen, also... 100 Bullen, ja. Alter. Diese Bullen musst du auch erstmal haben. Mhm. Aber ich meine, du hast ja ein großes Reich da drüben... Ja, das stimmt. Ich will wirklich Mazaka einnehmen. Ohne Scheiß. Aber die Du sind... willst Massaker einnehmen? Ja, aber kein Massaker da machen. Nee, aber das da stehen jetzt schon 4 Armeen drin, also 2 Fullstack und 2, die gerade gebaut werden. Und die sind immer so freundlich zu mir. Na, egal. Genug der Freundlichkeit, jetzt muss mal das Arschloch raushängen hier. Ne, glaubst du, ich habe nee. Eine Hose an? Nee, Spaß. Nein, so wie ich dich kenne, nicht. Warte, wie hast du kennst beim du mich Zocken denn? Jemals eine Hose getragen? Erinnerst du dich noch an die letzte LAN? Bevor jetzt noch irgendjemand was Falsches denkt hier. Hey, warte. Halt dich jetzt mal lieber die Klappe. Falls irgendjemand denkt, du machst es wirklich. Wieso denken, das ist jetzt auch nicht alle. Wieso denken, das ist so. Was? Warte, ich muss jetzt. Kennst du von Nixter Boy oder so diesen Song? Und ich sitz schon wieder ohne Hose am PC. Nee, kenn ich nicht. Oder so? Keine Ahnung. Okay. Wenn ich ganz viel Lust hab zum Schneiden, dann schneide ich den an der Stelle vielleicht kurz rein. Nee, das muss ich dann wieder rausschneiden, weil das ist Hä, ja... Hä, wieso musst du es rausschneiden? Das kann man doch... Man kann ihn ja markieren als Featuring Nixter Boy oder so. Ja, okay.
Ja, okay, momentan habe ich ja auch noch, monetarisiere ich ja nicht. Sing. Ja, genau. Das wäre schon Forschungsrate. echt witzig, wenn YouTube das Video monetarisieren würde und du denkst dir so, fuck off, ich schalte eh keine Werbung. Ja, nee, die haben ja das letztes Jahr, also im Herbst, haben die das, glaube ich, hochgestellt. Also quasi das Gesetz ein bisschen anders gemacht, dass man jetzt 1000 Abos haben muss und so weiter. Ist es mit Paragraph, was war es, 13, 16, Nee, nee, 14? 13 war es. Damit hat es 13. aber nichts zu tun, nee. Okay, nee, aber ich meine, wurde der jetzt mittlerweile eigentlich mal durchgesetzt? Wurde da irgendein Entwurf schon vorgelegt, weißt du da was? Ja, da wurden einige Entwürfe vorgelegt, aber Ja, drei und davon sind eigentlich alle scheiße und einer ist ganz okay. genau, also quasi zwei sind unmöglich zu machen und die anderen, Entschuldigung, die anderen sind ja. Aber da haben wir ja schon mal drüber geredet, dass Ja, das eigentlich genau. Ja. voll der Schmodder ist. So, ich bin gleich fertig. Für alle, an denen das vorbeigegangen ist, es gibt dazu ein paar sehr gute Videos, sowohl in Kurzfassung wie auch in Langfassungen. Genau, ja. Aber Zum Beispiel von irgend so einem Anwalt oder so. genau, da muss man immer aufpassen, wen man Ja, dass man die richtigen Leute nimmt und weil es gibt auch viele, viele, die da ziemlich viel Scheiße labern. genau, die haben quasi nur so andere YouTuber zugeschaut, wie sie sich aufregen, und dann haben sie Und regen sich natürlich dann auch selber so, auch noch drüber genau. auf. So, Genau. also, Du bist dran, mein genau. Herr, unsere kulturellen Errungenschaften sind ohnegleichen. Darf ich jedoch den Vorschlag wagen, dass wir uns auf die Entwicklung von was? Baumethoden und Infrastruktur konzentrieren. Ich habe gerade Baummethoden gelesen und habe mir dann gedacht, was? Baummethoden? Was soll das sein? Naja, Aber Forstwirtschaft. ja, genau, Forstwirtschaft habe ich mir. So, erforscht eine Technologie der folgenden Kategorie Konstruktion. Öffentliche Bauarbeiten plus 4. 4 Runden lang hätte das dann als Effekt. Cool. Der Aber Name das, eines eurer ja. Untertanen ist in aller Munde. Ob sich dies als nicht sicher weiß, bleibt abzuwarten. Gucken wir uns das Ganze doch mal an. So. In einer Sucht nach Lust und Genuss denkt euer Volk nur an die Freuden des Lebens und vergisst den Göttern nötigen Respekt zu zollen. Ey, die haben ihn gecheckt, was für eine Party bei mir gerade ist. Ja, wirklich. Wahrscheinlich weiß er, hat irgendein Händler, der gerade bei mir reingeschippert ist oder so, davon erzählt und dann alle bei mir so, yo, voll geil! Hä, warte Ist mal, das was? gut? Ach so, nee, okay, ist eine andere. Was für ein Zufall. So, Hast du ja, auch genau. eine Fete geschmissen? Keine Ahnung. Wir können nicht zulassen, dass das Volk weiter so verfährt. Es ist nur eine Frage der Zeit, ehe die Götter uns strafen. Ein Festmahl zu Ehren der Götter wird uns ihre Gunst sichern. Wir müssen 100 Bullen opfern. Solange sie ihre Steuern zahlen und dem Land dienen, müssen wir uns keine Sorgen machen. Du kannst ja jetzt an sich mal was anderes probieren, dann Ich können wir glaube, sehen. ich mache das mit dem, solange sie ihre Steuern zahlen und dem Land dienen, Ja. weil das klingt, oder? Also eigentlich würde ich sagen, das mit dem 100 Bullen opfern ist auch sehr spartanisch. Allerdings glaube ich, ist das erste fast noch spartanischer, Ja, mit Sanktionen, ne? weil die ja ein sehr, der, die Spartaner waren ein sehr gläubiger Haufen. Ja, auf jeden Fall. Militärisch und gläubisch. Ja, Gläubig. gläubisch. Gläubig. Und in beidem sehr streng und unter anderem dadurch ziemlich erfolgreich. Ja, ich glaube, ich mache das erste. Also Sanktionen. So. Also. Dann aktiviere ich. Ah, nee, gut, sehr schön. Die sind noch aktiviert. Ah, nee, sie ist nicht mehr aktiviert. Dann mache ich sie nochmal an. Ah, nee, sie ist noch nicht aktiviert, weil sie war ja mal. Sie ist ja gestorben. Getötet worden.
Das war ja das Ende der letzten Folge irgendwie, dass meine Ding. Öffentliche Okay. Ordnung pro Runde, Wohlstand, Moral für Einheit bei der Rekrutierung. Schrein des Ares, ich liebe dieses Ding, das ist so gut. Weißt du, ich habe jetzt einen Tempel des Poseidon und einen Tempel des Ares baue ich jetzt noch. So, mittlerweile ist die öffentliche Ordnung auch bei plus 20. Das freut mich natürlich ungemein. Und ich glaube, bei mir stand jetzt der nächste Schritt an, der da lautet, Syrakus den Krieg zu erklären und Apollonia einzunehmen. Ah ja, okay. Da steht eine Armee drin mit 9 Mann. Kann ich irgendwas zu der Stadt noch sagen? Warte, was? Ah doch, Apollonia. 6 Einheiten Garnison. Pikeniere angeschlagen, Hoplitenbürgerwehr angeschlagen, Kavallerie voll besetzt, Mob, ja gut, die sind eh keine Bedrohung. Leichte Hopliten voll besetzt und Steinschleuderer voll besetzt. Schafft's meine Spionen in einem Lauf bis dahinter? Ja, nein, vielleicht. Nein, schafft sie nicht. Demnach bleibst du stehen. Liegt selbst jenseits meiner beachtlichen Talente. Ja, genau. Okay, eingebildet hoch 3. Ja, weißt du, ich habe ihr gesagt, sie soll stehen bleiben und dann sagt sie so, das liegt selbst jenseits meiner beachtlichen Talente. Okay, sagt Steh. die ganze Zeit, failed beim Bestechen und was weiß ich. Nee, nee, sie hat nicht gefailt. Sie ist, Achso, okay. die habe ich ja Also, sie gerade erst ist neu, rekrutiert. genau. Genau. Ja, stimmt. So, Hast du gesagt. allerdings glaube ich, dass mein Basileus jetzt eine Schlacht führen wird. Okay. Möchtest du an meiner Seite kämpfen oder willst du zuschauen oder wie steht dir das? Wie sie wünschen. Also, ich kann mitspielen, ich kann gegen dich spielen, ich kann zuschauen. Ah. Also gegen mich spielen mag ich nicht, kann ich dir sagen, weil die haben, also der Gegner hat Truppen und ich weiß ganz genau, dass du weißt, wie man die einsetzt, dass das meine Spartaner dezimiert. Und da habe ich keine Lust drauf. Weißt Ja, du, bei ja. dir ist das was anderes, du bist deutlich erfahrener als ich in diesem Spiel und du zockst es, glaube ich, auch zur Zeit deutlich mehr. Ja, muss ja, ne? Genau. Hast ja, wie viel, wir haben neulich mal gezählt, vier offene Kampagnen oder so, Ich glaube laufende, fünf, also fünf. zwei, Ah ja, oder? fünf davon Zwei irgendwie eine römische. kurz vorm Ende oder so. Genau, Epirus ist kurz Ja, vorm Ende, genau. ja. So, okay, demnach, ja, keine Ahnung, mach wie du willst, mir egal. So. Aber ich erkläre auf jeden Fall den Krieg. Cool, ich habe keine Verbündete, die haben keine Verbündeten. Super, mag ich so. So gehen wir in eine Schön direkt. ungewisse Zukunft. Wir beide werden vielleicht sterben, aber das ist unwichtig. Ja, auf jeden Was Fall klicke ich mal zählt, dann. euer Was? Untergang. Achso. Ja, ich musste gerade die dramatischen Worte meines Feindes in der Verhandlung, ob wir jetzt Krieg führen oder nicht. Oder nee, weißt du was, ich mache das automatisch. Pff. Okay. Sorry, liebe Zuschauer, das wird kein besonders spannender Angriff jetzt. Ja, mei, also. Aber ich meine, es ist so entschieden, das habe ich keine Ja, Lust da zu das. spielen. Das Ja. ist nicht nötig. Das hebe ich mir lieber für. Alter! Okay, ich muss das plündern, weil ich krieg fast 4000 Gold dafür. Okay. Schau mal. Ja, hast du schon. Ich Ja? mach's immer so, dass ich dann schaue, was für in Gebäude drin sind. Also, ob ich die dann brauchen kann oder nicht. Ach so. Aber mein Basileus ist aufgestiegen im Rang. Das ist doch schon mal Ah, sehr super. schön. So, was machen wir denn? Ermöglicht Fertigkeit motivieren. Oder warte, wenn ich das verbessere. Motivieren. Ermöglicht Fähigkeit sammeln. Öffentliche Ordnung, lokale Provinz und Wohlstand durch Kultur.
Was ist das andere? Ist mehr Autorität, mehr Gravitas pro Runde und mehr Moral für die Einheiten. Klingt auch gut. Und hier könnte ich höchstens irgendwas davon nehmen. Forschungsrate, Hingabe, Kult. Ah, nee, ich glaube, ich nehme das, das erste, weil irgendwie diese Generalsfähigkeiten sind ja meistens ganz praktisch. So. Gut, es ist halt jetzt minus 42 in der Provinz. Ja, das ist normal. Ja, genau, aber das geht ja auch nächste Runde weg. So, was haben die denn hier? Das Weingut zum Beispiel, das baue ich wieder auf. Beschädigtes Gebäude, Docks. Nee. Kaserne brauche ich auch nicht. Kannst du abreißen. Was bist du? Du bist Schrein des Poseidon. Brauche ich in der Provinz, glaube ich, auch bis jetzt nicht so dringend. Nehmen wir lieber irgendwas anderes. Und dann haben wir hier... Oh, warte, du bist ein Handelshafen? Wieso ist der Bau von dem Handelshafen nicht möglich? Zu wenig Geld oder du hast die das Level von dem Handelshafen noch nicht? Dann ist dann, bei dem... Ah ne, warte, habe ich jetzt Reparatur oder abreißen? Ich will es nämlich abreißen. Okay, abreißen. Ah ne, das war... Der hat da Schiffe gebaut. Also das war ein Produktionsdock für Flotte. Okay. So, okay. Dann schauen wir doch mal, ob ich noch irgendwas tun kann, irgendwas Sinnvolles. Wie geht's in meiner Armee da hinten? Durch die Bank eigentlich relativ gut. Schauen wir mal, ob diplomatisch noch irgendwas geht. Ich könnte mit Rom versuchen, Handel zu treiben. Expansionistisch, teuflisch. Wir heißen euch was willkommen. Was rum? Nein. Und wo wir später auf eine Übereinkunft treffen. So, okay, nee. Eure er hat Wahl. Keinen Bock auf den Handel. Nur weil ich noch keinen Wein hab. Pff, blöde Römer. Ständig wahrscheinlich. So. Ja, weißt du, sobald ich dann Wein hab, kommen sie dann angekrochen und wollen hier groß Dings machen. So, ja. Ja gut, ich glaube, ich bin soweit an der Stelle fertig. Okay. Die Frage ist, wie schnell ich weitergehe. Ich glaube, ich lasse jetzt erstmal ein bisschen sitzen hier. Bis sich da die Lage in der Provinz wieder beruhigt hat und dann gehe ich nach Epidamnos rüber. Mhm. Ja, oder halt Pella, Ja, das Ding ist, ich möchte eigentlich gerne schon wieder einen Frieden verhandeln mit Syrakus, bevor ich auf Pella gehe. Mhm. Weil ich habe keinen Bock, dass wenn ich dann mit der Armee, die Apollonia und Epidamnos eingenommen hat, wenn ich mit der nach Pella rübergehe, dass mir dann eine syrische oder syrakusische, keine Ahnung wie das heißt, Armee in den Rücken fällt oder so und Apollonia wieder wegklaut oder so, habe ich keine Lust drauf. Gut, ja, Forschung abgeschlossen. Die pure Lust am Leben. Also, ist richtig. Also, viele versammelten sich zum Fest und wurden der Gnade der Götter gewahr. Und wir sind zu ihrer Ehre zurückgekehrt. Wunderbar. Von Göttern bevorzugt. Oh. 10% Wohlstand durch Landwirtschaft und 3% oder plus 3 Wachstum pro Runde. Das ist natürlich auch gut für 4 Runden. Das ist gut, ja. Mhm. Mal gucken, wie das bei dir dann ist, ne? Bei mir dann ist, ja. Ja. Und das war mal so klar, dass jetzt Persien Yatrib hat. Ich sehe gerade, ich hätte hier eine Handelsroute zwischen... Ich wusste gar nicht, dass mir feindlich Handelsrouten rot angezeigt wurden. Das habe ich gerade eben erst gesehen. Aber es ist hier zwischen Syrakus und Ding ist eine Handelsroute
Die könnte ich belagern. Und je nachdem wo ich, oder plündern, wenn ich Schiffe hätte. Aber ich habe eigentlich keine Lust, Schiffe zu bauen jetzt. Mhm. So, weißt du? Und wenn ich Schiffe hätte, dann könnte ich da... Oh, ich würde deine Einnahmen und die von Rom ströpfeln. Und die von Syrakus. Aber die von Syrakus tatsächlich relativ gering nur. Deswegen lohnt sich's eigentlich gar nicht. Naja, aber meine könntest du... durchaus mal auch plündern. Und dann habe ich nur das Problem, dass du dann am Ende keinen Bock mehr hast, mit mir zu handeln, weil du Arschloch plünderst meine Handelsrouten. Ja, aber ja, das ist ja von mir abhängig. Aber du könntest das sogar mal machen. Also, dann... Ja, wenn ich Schiffe bauen wollen würde, aber da muss ich zugeben, habe ich bis jetzt relativ wenig, ja, bis eigentlich überhaupt kein Interesse. Ja, an sich kannst du ja einfach ein General hinschicken, ja. Genau, aber, von der anderen Armee, von der anderen aber, Ding. Wie gesagt, das... ja, muss ja noch nicht, ne? Genau. Vor allem, solange ich so schlecht in Seeschlachten bin wie zurzeit, kritisch. Ja, also ich mache das halt einfach so, dass ich feindliche, also oder Familienoberhäupter von anderen Familien, die dürfen eigentlich nicht im Rat sitzen, beziehungsweise kein Politiker sein, weil dadurch bekommen sie mehr Einfluss und so weiter. Und genau, da mache ich einfach einen General und lasse sie irgendwo versauern. Also sei es jetzt auf dem Schiff, also den einen. Stimmt, ich hatte mal so einen Politiker-Typen, der aber von der Gegnerfraktion, also ein General, glaube ich, den ich dann aber in die Politik gesandt habe, weil ich gesagt habe, ich will nicht, dass der Typ General ist. Ja, also den einen habe ich zum Admiral gemacht und der hat gerade Spanien umrundet und geht jetzt Richtung Britannien. Also, ja. Genau. Einfach weg von der Politik. Und du kannst dir ziemlich easy auch töten. Also quasi mit deiner Hauptarmee losmarschieren und ihn quasi auch mitnehmen als zweite Armee quasi. Und ihn dann halt opfern. Und genau, dann den Feind platt machen. Da gibt's schon sehr schöne... sehr schöne Möglichkeiten. Sehr schöne Möglichkeiten. So, dann müssen wir mal architektonische Fortschritte machen, ne? Hier. Ja, was mache ich jetzt mit Persien? Der hat meine Stadt erobert. Naja, momentan mache ich noch nichts mit dem. Er hat deine Stadt erobert? Ich dachte, er wäre ein Klientel. Ja, du weißt, wie ich es meine. Der hat die Stadt von mir, von der... Ja, anderen. Die Stadt, die du eigentlich einnehmen wolltest. Genau. Dieser Mistkacker. Mistkacker. Richtige Beleidigung, Alter. Danke. Ja, krass. Das war, weißt du, das war so dieser entscheidende Diss, der einem normalerweise erst nach dem Battle einfällt, weißt du? Oh. Lieb von dir. So. Ich stehe mal ein bisschen Nahrung hier. Das wird dem Jakob ganz doll gefallen. Was? Halt, ja, stopp. Nee, das... mein Name ist gefallen. Nee, das kannst du dann erst sehen, wenn du die Folge anschaust. Oh lol, ich glaube, ich weiß schon, was du... Nee, warte, das bist nicht du. Das ist eine Armee von Rhodos. Ach so, nee. Aber hey, wir sind schon wieder fertig. Das heißt, Runde beenden, du bist dran und bei dir fängt dann die neue Folge an. Finde ich gut. Dann... nein! Okay. Gut, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye. Bis dann.